Oder doch sie? Horsten, hast du schon mal was gehört von Good Cop, Blöd Cop? Eine historische Wahlnacht. Jetzt hat der Wähler das Wort. Sie was mitgeben? Nee, vielen Dank. Ich kann zu regnen. Scheiße. Die Wahl ihres Lebens. Die Bundestagswahl 2017 im ZDF. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an diesem historischen 28. September 2017. Ich bin Rolf Dieter. Und ich bin Dieter Rolf. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Dann wissen wir endlich, mit wem Angela Merkel in Zukunft regiert. Wird sie allein regieren können? Oder regiert sie wieder allein mit der SPD? Ja. Wir nutzen doch die wenigen Minuten, die uns noch bleiben bis zur Hochrechnung, um den Wahlkampf ein bisschen Revue passieren zu lassen. Meine Damen und Herren, bei uns ist der Wahlkampfexperte Alfred Dorfer. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dorfer, Sie sind ja von der Agentur Alt und Matt. Herr Dorfer, Angela Merkel hat ja im Wahlkampf auf ihr internationales Renommee gesetzt. War das eine vernünftige Entscheidung? Ja, die New York Times hat sie als Leaderin of the Free World bezeichnet. Mhm. Und daher war die Kampagne ein bisschen on the top. Ne? Mhm. Man sieht, es fehlt ein bisschen das Fire, ja, wie man so sagt. Ja. Und da wurde dann versucht, gegenzusteuern. Mhm. Komm, einmal noch. Das hat ja nicht wirklich funktioniert, weil die Wähler gemerkt haben, dass da doch kein Argument dahinter steckt. Ja, das Folgeplakat war schon etwas von Verzweiflung geprägt. Hier das letzte Mal versprochen. Sagen Sie, Herr Dorfer, wie beurteilen Sie im Nachhinein die Wahlkampfstrategie der Grünen? Ja, die hatten Probleme mit der Clearness of the Message. Mhm. Hier sieht man das genau. Na ja, Vermögenssteuer jetzt scheint mir relativ klar. Ja, aber sehen Sie dieses kleine Sternchen hier? Okay, interessante Wahl. Also die Aussage ist Vermögenssteuer jetzt nicht. Ja, aber da ist noch einmal ein kleines Sternchen. Und wenn doch, dann nur unter der Bedingung, dass sie keinen trifft. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Die AfD, Herr Dorfer, hatte sich ja im Laufe der Kampagne als Opfer der Medien inszeniert und davon gesprochen, dass sie nie ausreden dürfe. Ja, das wurde geschickt ausgenutzt und das Plakat war wirklich hilarious. Mhm. Ausreden für Deutschland. AfD, jetzt natürlich. Sehr, sehr geschickt. Die SPD hat es ein bisschen schwieriger, als man gemerkt hat, Mensch, man kann sich ja Minister zum Mittagessen mieten. Ja. Stichwort Rentasozi. Ja, da hat man auf Verteidigungsoffensive umgeschaltet. Mhm. Mit diesem schönen Claim hier, sind wir zu teuer, bist du zu arm. Mhm. Interessant. Ja. Daraufhin haben ja hunderttausende SPD-Mitglieder öffentlich ihr Parteibuch verbrannt, um auf die soziale Kälte in diesem Satz hinzuweisen. Da wurde blitzartig reagiert mit Sigmar Gabriels Key Visual hier, The Walking Dead. Das ist toll. Sofort war menschliche Wärme spürbar. Ja, das fand ich auch ganz wunderbar, ja. Ja, aber nur deshalb, weil Sie als Einziger nicht wussten, dass The Walking Dead eine Serie über hirntote Zombies ist. Jetzt finde ich es noch besser. Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. War das klug von der SPD, bis heute zum Wahltag nicht zu sagen, wer Kanzlerkandidat ist? Das war eigentlich ganz genau wurscht. Weil bei Sigmar Gabriel weiß man, dass er werbetechnisch unverkäuflich ist, sozusagen. Und Martin Schulz mit seinem Bart, ich meine, der letzte Kanzler in Deutschland, der einen Bart hatte, war... Österreicher. Vielen Dank, Herr Dorfer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Einschätzung. Ja, das war doch relativ... Ich höre. Wiederholt, ich höre. Das ist
Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen aufkommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten. Jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist... Unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen, deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen, vielleicht. Meinte ja. Im Bundestag. Ach so, ja, Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen. Also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. abziehen. 13,5%. Das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem nochmal Rot-Rot-Grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann wären also Linke und Grüne auch nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Vielen Dank, Dieter Rolf, für diese erste Hochrechnung. Ich höre, ja, meine Damen und Herren, wir haben eine erste Live-Schalte zu den Wahlpartys. Ich schalte gleich mal zu meinem Kollegen Dieter Rolf, der befindet sich jetzt bei der AfD im Hindenburghaus. Ist da die Stimmung recht ausgelassen? Ich kann Sie schwer verstehen. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden, weil hinter mir ist die Stimmung noch sehr, sehr ausgelassen, wie man eigentlich auch hinter mir sehen können müsste. Ich frage mich sowieso, warum Reporter immer wieder in so überfüllte und heiße Räume geschickt werden, nur um zu berichten, was man auf dem Schirm eh sehen kann, nämlich dass die Stimmung ausgelassen ist. Tja. Vielen Dank für dieses erste Stimmungsbild. Mir scheint, da ist die Stimmung recht ausgelassen. Schalten wir gleich rüber zur CDU ins Merkel-Mausoleum. Da scheint mir die Stimmung nicht ganz so ausgelassen, oder? Täusche ich mich? Nein. Gleich weiter zur SPD in die Sigmar-Gabriel-Siegeshalle. Wie ist denn da die Stimmung? Ja, ich würde gerne berichten, wie die Stimmung ist, aber hier ist keine. Also hier ist überhaupt keiner. Seitdem die Wahlergebnisse bekannt geworden sind, hat sich das sehr schnell geleert. Ich sehe auch hier die SPD-Parteispitze, ich sehe niemanden mehr. Wir gucken vielleicht mal raus, hier draußen auch bis vor eben noch die Anhänger der SPD, niemand mehr zu sehen. Vielleicht mal ganz kurz, können wir das sehen hier, was das... Das ist ein Grablicht und offensichtlich ein... Statement von Martin Schulz für die Presse. Ich lese das mal kurz vor. Er liest, das Ergebnis der SPD ist respektabel verglichen mit. Ja, und dann steht da nichts mehr. Danke, Dieter Rolf, für diese Momentaufnahme. In unserem Studio sind jetzt die Vertreter der Parteien, also die Vertreter, die so unwichtig sind für die Parteien, dass sie um diese Uhrzeit schon vor die Kameras gelassen werden. An meiner Seite Uta Köbernick, sie ist die Bundesbeauftragte der AfD für Hassmails. Meine erste Frage an Sie, Frau Köbernick, 38%, das war wohl nichts, was? Medienhure. Wie bitte? Ich habe nur noch fertig geschrieben, was war denn Ihre Frage? Ach so, ja. 38%, Frau Köbernick, einige Ihrer Parteikollegen hatten ja 39% prognostiziert. Da frage ich mal ganz direkt, wie groß ist die Enttäuschung? Wir haben die CDU überholt.
Wir sind die Partei, die die Regierung stellt. Frauke Petry wird Bundeskanzlerin. Björn Höcke wird Propaganda-Regierungssprecher. Ja, ja, vielen Dank. Man kann sich natürlich alles schönreden. Kommen wir zur SPD, Herr Dorfer. Ich möchte mich zuerst bei allen Wählern bedanken. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Sie haben keine mehr. Richtig. Ja. Sie sind ja Wahlkampfexperte der SPD. Gewesen. Aber lassen Sie mich so sagen, wir haben den Markenkern der SPD verteidigen können. Was genau ist der Markenkern der SPD? Angela Merkel. Ja. Der letzte Monde Michael Altinger. Sie sind Fraktionsvorsitzender der CSU in Strunzenöd. Herr Altinger, was sagt die CSU-Basis zu dieser verheerenden Niederlage? Ich verstehe gar nicht, was Sie uns da unterstellen wollen. Die CSU kommt in Bayern auf über 25%. Das sind 25% weniger als beim letzten Mal. Ach so. Ja, aber immerhin, man muss das schon auch mal so sehen. Wir haben ist es nicht so, Herr Altinger, dass in der Vergangenheit eklatante Fehler gemacht worden sind? Ja, aber dafür übernehmen wir keine Verantwortung, denn die CSU lebt in der Gegenwart. Das geht physikalisch, geht das überhaupt gar nicht. Meine Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, wir dürfen jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken. Die Devise muss weiter lauten, jetzt nach rechts. Jetzt erst recht. Nach rechts. Wobei wir natürlich die Entwicklung von Anfang an von der Basis aus Strunzenöd beobachtet haben. Und schauen Sie, was ist denn alles passiert im Jahr 2017? Sicher, es war richtig, diesmal wieder die Merkel einzuladen zum Parteitag. Und es war auch richtig, ihr diesmal von vornherein den einzigen Stehplatz im Saal anzubieten. Ja, aber dass mir dann auch noch erlaubt hat, die Bayernhymne zu singen, im Dirndl mit drei Gebirgsschützen, das war der Anfang vom Ende, meine Damen und Herren. Was war noch 2017? In Frankreich und in der Türkei wurde die Todesstrafe wieder eingeführt. Und bei uns in Bayern, da darfst du in der Schule nicht einmal Gekreuzigten an die Wand hängen. Da besteht doch eindeutig Nachholbedarf, oder? Bitte, da wundert mich so ein Ergebnis in keinster Weise, aber schauen Sie, die SPD bei minus 14,5%. Das tröstet, das ist allsam, meine Damen und Herren. Wissen Sie, weil die SPD, die haben ja ernsthaft darüber nachgedacht, den Wähler mit einem Streik auf ihre Seite zu zwingen. Ja, ich sage mal, die SPD ist eben der Lufthansa-Pilot der Politik. Abgehoben, aber selten. Was sind Sie jetzt nicht mehr? Aber Sie, entschuldigen wir. Verzeihung. Aber schauen Sie, die ganze Misere hat erst einen Anfang genommen, als der Erdogan sämtliche Schleusen für die Flüchtlinge geöffnet hat und der Seehofer gemeint hat, er löst das Problem an der deutsch-österreichischen Grenze. Aber doch nicht mit einer Maut. Die Vignette, die hat ja am Afrikaner, die hat ja gar nicht, das ist ja wie ein österreichischer Briefwahlumschlag. Das hat keins dabei, sie hat das. Schauen Sie, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, bitte. Ich kenne Afrikaner, ich kenne viele Afrikaner, die sind inzwischen so gut integriert, dass du ihnen nicht einmal mehr die Hautfarbe ansiehst. Wirklich wahr, ich kenne die. Und an diesen Leuten, da hat natürlich die Vignette, die hat dann nicht gepappt. Der Afrikaner schwitzt dich sofort runter. Ja, und dann war er wieder nicht registriert. Da bringt es überhaupt gar nichts, dass der Seehofer bis zuletzt die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen hochgehalten hat. Wir sind ja bis jetzt nicht einmal bei der Hälfte. Wie sollen wir bis zum Jahresende noch 200.000 Flüchtlinge auftreiben? Schauen Sie, der Innenminister Herrmann hat ja schon ganz verzweifelt angerufen beim Roberto Blanco, ob er vielleicht noch irgendjemand kennt oder so. Schauen Sie, bei uns im Strunzenöd kommt die CSU nach wie vor auf knapp 90%, weil man bei uns immer noch meint, für die AfD, da muss man Sachse sein. Aber das ist, nein, nein, das ist,
Das muss jetzt auch bitte unter uns bleiben. Das wird auch jetzt nicht aufgezeichnet. Nein. Wir sind live. Ach so. Gut, dann möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Strunzenöd ist der letzte Hort, an dem die Demokratie noch so funktioniert, dass alle das Gleiche wählen. Und deshalb würde ich fordern, für Strunzenöd die Atombombe. Na, das ist jetzt kein Schmarrn. Bitte, dieser kleine hässliche Zwerg in Nordkorea hat sie, ja, und wir nicht. Dieser Hundskrüppel darf damit, meine Damen und Herren, ich fordere die Weltgemeinschaft auf, die Atomic Bomb is only safe in Strunzenöd. Ja, denn wir halten es mit ihr wie mit der Demokratie. Wir sind stolz, sie zu haben, aber wir benutzen sie nicht. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Altinger, für diese... Vielen Dank.